So, ich bin in München jetzt gelandet, bin wirklich mit schwerem Herzen aus Israel weg, auch wenn das jetzt nur für 3 Tage ist. Und ich habe als wir dann losgeflogen sind, habe ich geweint. Und jetzt hier in München angekommen, standen am Flugzeug Polizisten und auch immer mal wieder stand die Polizei auch neben dem Bus, wo wir eingestiegen sind, um dann sozusagen in die Empfangshalle zu fahren, stand auch Polizei. Und wir wurden in eine komplett separate Halle gebracht, wo nur wir bei der Passkontrolle waren, und eine separate Halle auch für die Koffer. Genau, das war ein bisschen seltsam, die Situation, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass auch hier in Deutschland die Sicherheitsbehörden alarmiert sind Israelis und auch Jüdinnen und Juden verstärkt schützen. Gleich am Ausgang stand auch ein Team von RTL, die Leute interviewt haben, die aus Israel kamen. Ich wurde auch interviewt und jetzt fahre ich los ins Hotel. Und es ist eine komische Stimmung. Ich wollte auf jeden Fall trotzdem hierher, um auf der Her Career zu sprechen. Das war ja schon vor vielen Monaten geplant. Und mir ist es auch wichtig, die Stimme Israels quasi auf der größten Frauenmesse Deutschlands zu sein. Und ich freue mich auch, ganz viele aus meinem Netzwerk, Freundinnen, Bekannte zu sehen. Und